Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir haben jetzt ja lange über den Energiesatz gesprochen und den schrägen Wurf kennen wir auch rauf und runter. Und deswegen wird es auch vielleicht mal Zeit, ein kleines Beispiel zu rechnen. Deswegen tun wir das jetzt auch. Wie sieht dieses Beispiel aus? Wir machen mal so eine komische Versuchsanordnung, die hier links mit einer schrägen Ebene anfängt. Die hat den Steigungswinkel Alpha. Hier oben packen wir einen Massepunkt hin mit der Masse M. Und dann soll der mal so eine L-lange Bahn runterrollen. Irgendwie so. Und dann kommt er hier irgendwie an eine Rampe ran. Die sieht irgendwie so aus. Die hat praktischerweise auch den Steigungswinkel Alpha. Und von dieser Rampe aus schießen wir dann den Ball mal los und wollen gerne, damit das alles gut klappt, diesen schönen Korb hier treffen. Dann brauchen wir ein Koordinatensystem. Das legen wir mal hier rein. Und zwei Koordinaten Y und X. Und was wir zu unserem Glück dann noch brauchen, ist dieser Abstand hier. Den nennen wir mal D. Da machen wir es mal ein bisschen eindeutiger. Das D geht zufällig hier mal so optimal bis in die Mitte von diesem Korb. So, dann definieren wir mal noch drei Zustände. Und zwar einen Zustand 1, einen Zustand 2 und einen Zustand 3 hier im Korb. Und jetzt ist die Frage, wenn wir das hier mal H nennen, wobei H nicht bekannt ist, ist die Frage folgende, ganz einfach, wie hoch muss H sein, damit der Ball im Korb landet? Im Korb landet. Ja, was steckt jetzt dahinter, wenn wir uns das Ganze mal physikalisch angucken? Das hier ist ja der Klassiker im Energiesatz. Hier machen wir mal noch eine Gleitreibung zwischen. Das bedeutet, hier in irgendeiner Form liegt potenzielle Energie vor. Die Frage ist, wie viel eigentlich, damit unter Berücksichtigung von Reibung die Kugel in diesem Punkt genau die Geschwindigkeit hat, die reicht, damit, wenn man die Kugel dann mit diesem Steigungswinkel hier loslässt, wir machen, sagen wir mal, hier ist keine Reibung, um es nicht allzu kompliziert zu machen. Das ist eine ganz kurze und glatte Rampe. Dann muss der hier in diesem Punkt irgendeine Geschwindigkeit V2 haben, die genau ausreicht, damit dann hier beim schrägen Wurf ohne Luftwiderstand die Kugel hier reinfliegt. Das heißt also, diesen roten Weg hier nimmt. Um das Ganze jetzt rauszukriegen, müssen wir das so ein bisschen von hinten aufrollen. Wir starten also hier an dieser Stelle und bestimmen erstmal die Geschwindigkeit, die die Kugel an dieser Stelle haben muss, damit sie so weit fliegt, dass sie hier in diesem Korb landet. Das bedeutet also, der erste Ansatz ist, brauche Abwurfgeschwindigkeit. Und diese Abwurfgeschwindigkeit ist ja dann V2, weil wir diesen Zustandspunkt so genannt haben. Womit fangen wir dann an? Das Ganze ist ja ein schräger Wurf. Ich leite jetzt nicht nochmal die Bahngleichung her. Dazu gibt es ein entsprechendes Video, das man sich nochmal angucken kann. Da wird dann auch anschaulich hergeleitet, woher das Ganze hier kommt. Und die Bahngleichung in dem Koordinatensystem, das hier angegeben ist, lautet dann ja, y von x ist gleich minus Erdbeschleunigung durch 2 mal v2 Quadrat mal Cosinus Quadrat von Alpha als Koeffizient multipliziert mit x Quadrat plus dem Tangens von Alpha mal x. Und wir vernachlässigen mal an dieser Stelle die Reibung. Das hatte ich schon gesagt. Und was wir auch noch tun, ist, die Geschwindigkeit in diesem Punkt hier auszurechnen und dabei davon auszugehen, dass auch wirklich hier in diesem Punkt abgeworfen wird, nicht in diesem Punkt hier abgeworfen wird. Warum ist das wichtig? Weil die Bahngleichung dann natürlich anders lauten würde, je nachdem, wo man das Koordinatensystem hinlegt. Hat man ja dann noch eine Verschiebung in vertikaler Richtung mit so einem Plus H hier. Das lassen wir alles raus. Wir lassen die Gleichung knackig. So, was ist jetzt hier
das, was wir rauskriegen wollen. Wir brauchen ja die Abwurfgeschwindigkeit V2, die hier drin steckt. Und zwar unter welchen Bedingungen? Hier in diesem Korb lautet natürlich die Y-Koordinate 0 und die X-Koordinate D. Das heißt, wir müssen die Geschwindigkeit bestimmen unter dieser Nebenbedingung. Und das kriegen wir raus, indem wir es einfach mal einsetzen. Also mit D gleich X und Y gleich 0 ist ja eine Nullstelle unserer Funktion. Sieht das Ganze dann so aus. 0 ist gleich minus g durch 2 mal v2 Quadrat Cosinus Quadrat von Alpha mal d Quadrat plus der Tangens von Alpha mal d. Das kriegen wir umgeformt. Was müssen wir dafür machen? Wir interessieren uns ja für die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, die steht hier im Nenner, also müssen wir die vielleicht mal rüberbringen. Das machen wir folgendermaßen. Wir addieren mal diesen ganzen Term, dann wird er ja positiv, und multiplizieren mit v2 Quadrat. Dann steht da ja nichts anderes als, wenn man es dann noch in den Richtungen tauscht, damit das v2 links stehen bleibt, Tangens Alpha d mal v2 Quadrat ist gleich. So, und wenn wir das rüber addiert haben, kriegt es ein positives Vorzeichen. G durch 2 mal der Cosinus Quadrat von Alpha mal D Quadrat. Und was sehen wir dann? D ist ja größer als 0, deswegen dürfen wir das auch entspannt rausdividieren, links und rechts einmal. Und dann müssen wir noch die Wurzel ziehen und durch den Tangens dividieren. Und dann haben wir es schon. Also die Geschwindigkeit, die wir brauchen, V2, ist gleich g mal d durch 2 mal der Cosinus Quadrat von Alpha mal der Tangens von Alpha und aus diesem Ausdruck die Wurzel. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Das heißt, ich fasse nochmal gerade zusammen, was wir bis jetzt schon wissen. Wir wollen in irgendeiner Form rauskriegen, wie hoch diese Ebene sein muss, damit unter Berücksichtigung von Reibung hier eine Änderung von potenzieller zu kinetischer Energie im Punkt 2 stattfindet, die dann eine Geschwindigkeit V2 verursacht, die so groß ist, dass mit einem schrägen Wurf, wo hier nur so ein Abwurfwinkel vorgegeben ist, ohne irgendeine Reibung in dieser Mini-Ebene, V2 dann so groß ist, dass der Ball genau diesen Korb trifft. Was wir jetzt schon rausgefunden haben, ist anhand des schrägen Wurfs, dass es eine Bedingung gibt, wenn die Kugel D weit fliegen soll und dann genau auf dem Boden liegt, die Geschwindigkeit V2 genau diesem Term hier genügen muss. Und was wir dann jetzt im zweiten Schritt machen müssen, um rauszukriegen, wie hoch diese Ebene eigentlich sein muss, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.